Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Alan Wake. Wir haben ja den schießwütigen Nightingale im letzten Part kennengelernt. Und mit dem wollen wir mal so gar nichts zu tun haben. Und bevor ich die Seite ansammle, ich muss mir meinen Ton am Fernseher mal kurz leiser stellen, lauter stellen. Hör nämlich nichts. Ach, hier ist doch schon mal der Schatten im Spiel. Ah, wir haben ja noch ein paar Blendgranaten. Es könnten aber auch gerne noch ein paar mehr sein. Ich liebe das Geräusch. Die kündigen sich so schön an. Meine mit. Noch irgendwo welche? Hat's gereicht? Ja, wunderbar. Ich glaube, hier sind wir als voll mit denen. Revolver! Da war noch irgendwas. Eine Leuchtfackel, da wissen wir jetzt gar nicht. Schöner alter Töftöf. Ruhig mache ich doch im Schnellverfahren. So. Merkwürdigerweise waren die Arbeitslampen der Energiefirma noch hier. Fast schien es, als habe man sie für jemanden wie mich hier gelassen. Das gucken wir uns gleich genauer an. Da war irgendwie so ein Pol zu sehen. Yeah, baby. Ich häng fest, aber richtig. Dammig. Mensch. Ich schleiche mich mal kurz. Puh, das war knapp. So nicht. Das waren echt viele. Das hat auch viele Ressourcen gekostet, was ich nicht geil finde. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Irgendwo habe ich noch was leuchten sehen, oder habe ich mich da täuschen lassen? Ich gucke erstmal aufs Dach. Ist das da noch was rumliegt? Nö. Sag mal nix. Ja, toll. Guck mal da noch in diese Hütte rein. Leuchtet was da, leuchtet was. Ich seh's, ich seh's, ich seh's. Sorry, kann ich anders.
wird schon wieder schlimmer, ne? Schade, nix. War gar nix. Ressourcen, sehr schön. Hallo? Er ist der größte Dickschädel, den ich kenne. Alice? Alice? Alan. Alan. Ich habe solche Angst. Lässt mich im Dunkeln stehen. Ich brauche Hilfe. Ich sehe dich an, Alan, und das bist nicht du. Etwas anderes. Sieht mich durch deine Augen an. Alice, ich bin hier. Ich habe solche Angst. Lässt mich im Dunkeln stehen. Geht alles den Bach runter. Vorsichtig sein. Kooperieren. Die Verbindung war extrem schlecht, aber das war nicht alles, was an dem Anruf nicht stimmte. Sie hatte unecht geklungen, aber sie hatte angerufen. Da geht's weiter, möchte ich mir den gucken. Erstmal hier oben. Ist da bestimmt noch irgendwas. Sieht sehr gut aus. Wenn es nicht wieder eine Invasion gibt. Oh ja. Hat sich doch schon sowas von gelohnt. Der kleine Abstecher. Das gleich mal gleich wieder aus, Leute. Da drin ist ja noch Munition für den Revolver. Also sind wir doch mit einem sauberen Plus raus. Ab zum Zugdepot. Weiter vorn sah ich eine Eisenbahnbrücke und am Ufer gegenüber eine Art Lagerhaus. Ich hoffte, dort ein Auto zu finden. Das ist auch eine Stelle. Oh, da habe ich mich schwer getan beim ersten Mal. Aber die ist cool gemacht. Ihr seht, hier sind die Gegenstände besessen. Ungeil. Und ja, genau das passiert, was beim ersten Mal auch passiert ist. Ich habe nämlich auch gar nicht auf die Lebensenergie geachtet. Eine Art Lagerhaus. Ich hoffte, dort ein vielleicht doch mal die Granate reinschmeißen sollen. Irgendwann erkennt man halt auch kaum noch was.
Nerv mich nicht. Die Dunkelheit, die mich verfolgte, wurde stärker. Und sie vereinnahmte alles auf ihrem Weg. Bisschen aua, seine Ressourcen pfeifen. Ich glaube, das war's. Das ist halt bloß echt eine saublöde Stelle. Wir haben es noch nicht ganz geschafft, verdammt. Da hinten immer noch rum. Ah. Jetzt ist Ruhe, wie es aussieht. Vorerst. Eine Seite. Als Teenager, als mein Interesse am Schreiben begann, war Stephen King eine Quelle der Inspiration für mich. Ich dachte an all die Dinge, die in seinen Büchern lebendig wurden. Niemand ist in einer guten Horror-Story sicher, schon gar nicht die Hauptfigur. Das macht den Spaß daran aus. Das hier war kein Spaß. Die Dunkelheit verleibte sich alles ein und sie rückte näher. Oh, jetzt wird's auch noch mal ein bisschen eklig. Möchte ich zumindest meinen. Ellen, mach doch was. Mich. Nein! Ach! Die in seinen Büchern lebendig wurden. Niemand ist in einer guten Horrorstory sicher, schon gar nicht die Hauptfigur. Das macht den Spaß daran aus. Das hier war kein Spaß. Die Dunkelheit verleibte sich alles ein und sie rückte näher. Wie sieht's denn sonst aus? Ah, ein Schuss für die noch. Vielleicht sollten wir die mal laden. Leider wirklich keinerlei andere Ressourcen. Da ist mal eine Leuchtfackel. Die kann uns natürlich doch weiterhelfen. Die kommen echt erst die Schweine backen. Wenn man den Türöffner drückt. Bescheid. Na, wartet. Jetzt habe ich gleich wirklich Wesen im Visier. Das ist okay. Thank you.
ey, habt ihr Zielsuchende oder was? Zielsuchende Äxte finde ich und wer? Mann. Nicht nett. Genau. Aber was uns hinter dem Zaun da erwartet. Und Leute, glaubt mir, das ist nichts Gutes. Das sehen wir dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.